Wolski und weiter geht's hier. Moin, moin miteinander. Und Petri zusammen, heute hier mal wieder mit dem kleinen Account unterwegs an der Festung. Und ich habe irgendwie Bock auf Hecht und habe da schon ein bisschen rumprobiert und habe gedacht, Alter, wie kann ich denn hier am effektivsten mit dem ollen Blinker so ein paar Hechte rausprügeln? Und genau das, ihr Lieben, gucken wir uns jetzt mal eben an. Ich bin hier gerade an der alten Festung. Das heißt also, theoretisch ab Level 12 könnte man hier hin. Wobei man ab Level 12, glaube ich, noch nicht das Setup zusammen hat, um hier effektiv Hechte zu kloppen. Das geht leider erst, wenn man ein Setup hat. Naja, ich sag mal so um die 10 Kilo im Spinning-Bereich. Die sollte man vielleicht doch schon parat haben. Ich hatte ja eine Zeit lang mit dem kleineren Setup geangelt. Da gibt es ja auch schon ein paar Videos zu. Und zwar mit dem Light-Setup, was man für einen Belayer sich vielleicht als erstes leisten sollte. Das ist hier die Linea S68ML mit 7 Kilo Tragfähigkeit. Kann man machen. Da muss ich allerdings sagen, massiver Verschleiß bei der Route, also da haut man sich natürlich wirklich das Setup kaputt mit. Muss man wirklich überlegen, ob sich das lohnt. Kann man vielleicht zwischendurch mal machen, wenn es gerade zum Beispiel einen Hechtauftrag gibt im Café. Dann kann man da vielleicht mal reingehen und sagen, oh geil, Alter, jetzt probiere ich mal schnell aus, ob ich nicht ein paar Hechte fange im Bereich von, ja, 3 Kilo sind hier in der Regel. Ich habe hier gerade schon ein bisschen rumprobiert. Das war jetzt so die Morgenstunden und ein bisschen verschiedene Blinker. Und zwar habe ich schwerpunktsmäßig jetzt die Hunter-Blinker erstmal ausprobiert. Hunter 1-Serie. Hunter 1 sind eigentlich so mit die gängigsten. Die haben eine wunderschöne Größe. Und jetzt nehmen wir mal den grünen. Den habe ich noch gar nicht probiert. Die ersten Hechte habe ich hier gefangen auf einem silbernen. Schön in den Morgenstunden, habe einfach so ein bisschen durchgezogen, dann mal auch mal absinken lassen, dann wieder ein bisschen durchgezogen, einfach so ein bisschen spielen damit, mit dem Blinker, wie der sich so im Wasser bewegt. Und das beste Zeichen dafür, dass ein Blinker oder eine Farbe funktioniert, das ist ja mal der Knackpunkt, ist, wenn der bis nach dem Auswurf relativ schnell kommt. Dann kann man auch einfach mal so ein bisschen hier so ein bisschen, zack, da ist schon der Biss. Das ist schon nicht schlecht. Nochmal anschlagen, wobei das auch nicht zwingend sein muss. Und dann kann man den Kleinen schon reinziehen hier. So, 1,3 Kilo. Sehr schön. Ab 700 Gramm maßig der Hecht. Von daher ruhig mitnehmen, alles was irgendwie einen Haken hat. Einfach so ein bisschen durchjiggen. Silber, der barschfarbene, der grüne, das sind so vielleicht die wichtigsten. Bei Sonne kann man durchaus auch vielleicht nochmal den gelb-orangenen probieren. Aber ich sag mal so die wichtigsten oder die Basics, wenn ihr noch keine habt. Ich glaube die Basics bei den Huntern würde ich den Hunter 1, den Hunter 2 nehmen. So als so für den Anfang vielleicht. Vielleicht mit denen erstmal testen. Komm, ich nehme einfach mal den Einser mit rein. Der Einser hat eine Zeit lang mal ganz gut funktioniert, eher bei bewölktem Wetter. Ist auch manchmal so ein bisschen lichtabhängig, stimmungsabhängig. Vielleicht aber auch manchmal wochenformabhängig. In manchen Wochen sieht man dann an den verschiedenen Gewässern in den Rekorden immer wieder die gleichen Farben. Von daher muss man doch irgendwann in den sauren Apfel beißen und mal das gesamte Set kaufen. Also das gesamte Köder-Set, alle Farben einmal durch. Und dann muss man halt ausprobieren, ne? Einfach an einen Spot gehen, wie zum Beispiel hier. Das ist jetzt hier 2167. Ganz bekannte, wichtige Stelle hier oben fürs Hechtangeln. Man kann allerdings auch hier direkt an der Brücke angeln, gerade wenn das Setup noch nicht so gut ist, stellt man sich hier unten hin, in diesem Bereich, wo die Aale ungefähr laufen oder hier, wo das Holz ist.
und wirft in Richtung der Brücke. Wenn man in Richtung der Brücke wirft und hier dann so durchzieht den Köder und der Hecht kommt, flieht er in Richtung Brücke, kann aber nicht weiter fliehen. Das heißt, der Drill wird dann am Ende nicht so gefährlich, dass man dann vielleicht leer gezogen wird. Aufpassen natürlich beim Angeln auf Hecht, ausreichend dickes Vorfach haben. Zack, guck mal hier. Ah, guck mal da, ey, sofort der Biss auf den roten. Also, das heißt, beim Hechtangeln entweder mit einem Stahlvorfach angeln. Und da ist es dann, hoppala, ein bisschen mutig hier. Mal eben da hinten so ein Hamster gejagt, ey. Entweder mit dem Stahlvorfach, zack, schon wieder, geil. Entweder mit dem Stahlvorfach rumhantieren. Das heißt, in dem Fall ist es dann aber auch nicht so wichtig, dass das Set richtig zusammengebaut ist. Das heißt, in dem Fall kann das Stahlvorfach auch über der Tragfähigkeit sein von der Hauptschnur. Da geht es dann einfach nur darum, dass man, dass das Stahlvorfach quasi nicht durchgebissen wird. Ne? Man muss halt versuchen, dass der Hecht die Schnur nicht durchbeißen kann. Ich bevorzuge in den letzten Monaten allerdings Fluorocarbon. Fluorocarbon ist relativ dick von der Schnur her, aber eben auch transparent. Und da verwende ich zurzeit hier 35 Kilo Fluorocarbon. Auf dem Hauptaccount bin ich unterwegs mit 31,5er Fluorocarbon. Hatte damit auch einen über 17 Kilo Hecht gezogen. Also sowas funktioniert auch, wird dann auch nicht durchgebissen, weil das Fluorocarbon halt so dick ist. Da kommen dann die Hechtzähne auch nicht ganz durch. Das ist natürlich dann auch praktisch. Ja, und dann hier in diesem Bereich einfach so ein bisschen rumprobieren, abfächern. Ich kann gleich auch nochmal auf das Setup hier eingehen. Zu dem Setup speziell gibt es auch noch ein Video. Das jetzt hier allerdings auch wieder, ich muss es immer wieder sagen, weil manche oder viele Leute fragen, ja, muss ich denn und brauche ich denn? Es ist nicht zwingend erforderlich, dass man jetzt hier auf Baitcast geht, gerade wenn ihr Allrounder-Angler seid und einen Account habt für alles sozusagen. Macht nicht den Fehler und geht auf Baitcast, holt euch hier diese Multirollen, sondern geht einfach auf Spinning. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich für jedes Setup eine extra Rolle kaufen muss. Rollen sind wahnsinnig teuer, sind das teuerste hier im Game. Und da macht es halt überhaupt keinen Sinn, sich für jedes Setup oder für jede Angelart eine extra Rolle kaufen zu müssen, sondern einfach versuchen dann eine vernünftige Rolle, zum Beispiel dann im Bereich von Level 20, so eine Alpha oder so eine HSV vielleicht, wenn man dann eher mehr schwerpunktsmäßig auf Grund ist. Aber wenn man da so eine Alpha 8000 zum Beispiel hat, mit der kann man auch sehr gut hier Spinning machen und Hechte rausziehen. Die hat 14 Kilo Bremskraft, da kann man ordentlich mit rumhantieren. Und das Ding ist auch recht robust, selbst bei Fluorocarbon-Schnur ist die Abnutzung da nicht so ganz groß. Also kann man da Gas geben. Ja, das sind jetzt hier so die wichtigsten Infos zu dem Angeln hier auf Hecht. Gucken wir nochmal ganz kurz rein. Das kann sich schon ganz gut sehen lassen hier. 30 Minuten stand ich jetzt hier. Und wenn es dann dunkel wird jetzt hier nach ja, ungefähr 22 Uhr, dann heißt es auch langsam Wechsel. Man kann dann zum Beispiel auf eine Stippe gehen, auf eine Grundroute und an der Stelle zum Beispiel auch einfach mal einen Mistwurm reinhalten, einen Regenwurm oder so. Da gehen die Barsche mit rein, da gehen Giebel und Karauschen auch mit rein. Einfach die Zeit weiter nutzen, nachts dann eher den Hecht zur Seite legen und dann quasi auf Grund oder wie gesagt mit der Stippe weitermachen. Oha, da sehe ich jetzt natürlich, da muss ich nochmal dran. Da ist ja der Hechtauftrag gerade tatsächlich auch drin. Für zwei Fische 88 Silber, das kann sich natürlich sehen lassen. Das ist natürlich top. Das heißt, da muss ich gleich nochmal Gas geben. Aber in Gänze jetzt hier für die 30 Minuten sind das jetzt schon 57 Silber gewesen. Also locker 100 Silber machbar.
Das kriegt man auf jeden Fall hin. Und wenn man da ein paar Brocken drin hat, die vielleicht ein bisschen mehr abziehen, dann geht man auch schnell in Richtung 200 Silber mit dem Hechtangeln. Wenn dir das Video geholfen hat und gefallen hat, einen Daumen da lassen, einen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video hier auf YouTube.